Hi, ich bin Chrissy und heute ist bei mir Mach deinen Scheißetag in der Künstlerausführung. Mach deinen Scheißetag kenne ich von Niklas Schaub. Der hat es ursprünglich auch von einem anderen YouTuber, aber ich weiß nicht von welchem. Wer möchte, kann das selber zurückverfolgen. Auf jeden Fall geht es eigentlich am Mach deinen Scheißetag darum, Sachen im Haushalt zu erledigen, die man das ganze Jahr vor sich hinschiebt und auf die man keinen Bock hat. Und ich fand, das lässt sich eigentlich ziemlich gut auch auf Kunst und Projekte übertragen, denn unter anderem habe ich einen Haufen Projekte und angefangene Bilder rumfliegen, die ich ja so unterm Jahr nicht fertig kriege, weil ich einfach so viele andere Ideen habe, dass die dann immer warten müssen, ich immer erst die andere Idee anfange. Und zum anderen ist es auch eigentlich eine gute Gelegenheit, um andere Dinge zu erledigen, wie aufräumen oder so. Ja, ich bin eigentlich schon mittendrin. Ich habe schon mit dem ersten Projekt auf meiner Liste angefangen, nämlich ich habe auf meiner Fensterbank was rumfliegen, drei kleine Leinwände mit einer kleinen Staffelei, wo ich mir schon vor mindestens 6 Monaten, es könnte aber auch schon ungefähr ein Jahr her sein, mal die Leinwände grundiert habe, um daraus was zu malen. Es sollte ein Thema werden, verschiedene Himmel von morgens, mittags, abends, nachts. Ja, bis auf die Grundierung habe ich noch nicht viel hingekriegt seitdem, weil ich glaube, dass das am längsten dauert und ich da auch am meisten Konzentration und Zeit und Licht für brauche, war das jetzt das Projekt, mit dem ich angefangen habe. Beziehungsweise passend zum Motto des Tages habe ich erstmal versucht, damit anzufangen, die Palette ein bisschen sauber zu kratzen, damit die Farbreste meine Farben nicht zu so sehr verunreinigen. Allerdings habe ich das dann auch relativ schnell wieder gelassen und habe dann doch einfach mal das Malen angefangen und einfach das Beste gehofft. Dafür habe ich noch meine restlichen Tuben, die ich vom Lidl, glaube ich, sind. Das, ich glaube, Crelando heißt die. Das müsste die Lidl-Marke sein, habe ich mir rausgesucht. Außer das Weiß, das ist schon leer, da habe ich meine Lukas-Farbe genommen aus der Riesenflasche. Später brauche ich dann auch noch einen Cyan von Lukas, weil ich da auch nichts mehr von den Crelando habe. Eigentlich kann ich diese billigen Farben, und es ist so, wie es ist, es sind billige Farben, nicht ausstehen. Denn die sind der Beweis dafür, dass billige Farben auch wirklich billig sein können, sprich auch schlecht zu verarbeiten sind und dann einem auch der Spaß am Malen flöten gehen kann. Denn bevor ich wusste, dass es billige Farben gibt und schlechte Farben und man entsprechend auch anders an die Farben rangehen muss, beziehungsweise andere Erwartungen an die Farben haben muss, dachte ich immer, ich bin einfach total schlecht mit Acrylfarben. Oder ich bin zu doof, damit umzugehen, keine Ahnung, und habe es dann immer wieder gelassen. Aber ich habe dann irgendwann herausgefunden, es liegt nicht nur an meinen Fähigkeiten, sondern teilweise liegen manche Dinge, die passieren einfach daran, dass die Farben schlecht sind, billig sind. Und ich will gar nicht wissen, wie viele andere Menschen gerne kreativ gewesen wären mit Acrylfarben und aber aufgrund von billiger Acrylfarbe damit aufgehört haben. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle an euch: Seid ihr frustriert mit Acrylfarben, probiert es erst mit besseren Farben. Ihr werdet sehen, es macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Der Grund, warum ich die jetzt trotzdem benutze, ist einfach, weil ich sie halt jetzt noch benutzen will. Ich habe sie, wegschmeißen ist Schwachsinn. Und ich habe mir einfach vorgenommen, ich verbrauche die jetzt und wenn die aufgebraucht sind, kaufe ich mir gescheite Farben. So ist im Moment mein Vorsatz. Aber jetzt zurück zum Thema. Habe es ja eben schon mal erwähnt, meine Idee, die ich hatte, als ich die grundiert habe, war, die Leinwände entsprechend der Tageszeiten zu bemalen. Also einen Himmel mit den Farben zu den verschiedenen Tageszeiten, morgens, mittags, abends und nachts. Ich hatte mir dazu ja, Vorlagen, irgendwelche Referenzfotos aus dem Internet rausgesucht und habe dann versucht, die Leinwände entsprechend zu grundieren. Hauptgrund, warum ich das liegen gelassen habe, würde ich sagen, also ich war mit meiner Grundierung unzufrieden und hatte dann Angst, weiterzumachen. Das ist so ein Hauptgrund, warum ich generell Dinge abbreche, weil ich Angst davor habe, dass es nicht so wird, wie ich es mir vorstelle und dann lasse ich es einfach ganz. Perfektionistenkrankheit nenne ich es auch gerne mal. Mit Acrylfarbe eigentlich total bescheuert, das zu machen, weil Acrylfarbe hat den großen Vorteil, wenn es einem nicht gefällt, kann man es einfach wieder übermalen, denn Acrylfarbe ist übermalbar. Acrylfarbe überdeckt sich selbst. Vor allem, wenn man eine gute Weiß hat oder generell andere Farben, muss man nicht immer mit Weiß sein. Und deshalb habe ich mir jetzt auch gedacht, die Dinger sitzen auf meiner Fensterbank und verspotten mich, weil ich einfach nicht weitermache. Und das ist ein Mahnmal meiner perfektionistischen Aufgeberei. Und die müssen jetzt mal weggeschafft werden. Dazu habe ich mir auch wieder Referenzfotos rausgesucht.
und versucht, teilweise, ich habe dann schon die Leinwände, so wie sie waren, als Grundlage genommen. Von manchen ist von der ursprünglichen Grundierung nicht mehr viel zu sehen. Aber ich glaube, fast keiner. Werdet ihr da noch sehen. Aber darum ging es jetzt nicht. Also mir war es auch wichtig, nicht gleich aufzugeben. Und das wird jetzt durchgezogen. Heute ist der Tag, an dem das gemacht wird. Basta. Und ich habe jetzt auch mir nicht die Ausrede gegeben, das muss jetzt trocknen, ich lasse es liegen. Und dann, ups, ich habe es vergessen, machen wir irgendwann später weiter. Nee, ich bin keine Ahnung, wie oft ins Bad gegangen, habe den Föhn benutzt und habe die Farbe getrocknet, damit ich direkt weitermalen kann, damit diese Trocknungszeit keine Ausrede sein kann. Eigentlich wollte ich das Projekt jetzt für abgeschlossen erklären, weil ich überhaupt keine Ahnung habe mehr, warum ich diese Leinwand so vorgrundiert habe. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bilder von Himmeln angeguckt und ich finde diese Reihenfolge des Farbverlaufs so überhaupt nicht. Und da ich jetzt eigentlich ja schon die 4 Tageszeiten, die ich ursprünglich machen wollte, nämlich morgens, mittags, abends und nachts fertig habe ich mir jetzt einfach mal ein Bild rausgesucht, das ich interessant finde und versucht, das zu replizieren, so wie ich eigentlich beim Rest auch gemacht habe. Und da ich jetzt aber gerade keine Lust mehr habe, mir so viele Farben anzumischen und das so schöne pastellige Farben in meiner Vorlage sind, werde ich das jetzt mal versuchen, mit den Acrylmarkern von Artix zu malen. Denn die haben total tolle pastellige Farben. Da soll ich mir wenig mischen müssen. Und dann hoffe ich, dass ich hier genauso schnell vorwärts komme wie beim Rest auch und das Projekt auch gleich abschließen kann, um zum nächsten weiterzugehen. Ich sitze jetzt ungefähr gute 2 Stunden, vermute ich mal, da dran. Deswegen wird mal Zeit, dass ich hier fertig werde. So, das sieht jetzt zwar nicht erneiernd aus wie die Vorlage, die ich mir ausgesucht habe, aber ich finde es trotzdem, es ist total schön geworden. Und es war total schön, so damit zu, mit den Markern so zu malen. Also bestätigt mal wieder, ich liebe diese Brush-Marke. So, das ist aber offiziell jetzt das Ende von diesem Projekt, denn ich würde gerne auch mehr machen an meinem Mach deinen Scheißetag. Ich habe mich noch mindestens ein Bild, das ich heute noch schaffen möchte, was jetzt schon seit ungefähr einem Jahr rumliegt. Und ich würde gerne auch noch wieder ein bisschen hier Ordnung machen und aufräumen. Deswegen machen wir jetzt mal weiter. Das ist das nächste Bild, das jetzt endlich mal beendet werden und in meinen fertigen Bilderordner abgeheftet werden möchte. Hier fehlen die Schattierungen in den Blüten von dieser Fingerhutpflanze. Und erste Herausforderung hierbei ist es, und das ist kein Scherz, es ist wirklich eine Herausforderung, die richtigen Stifte wieder rauszusuchen, mit denen ich das jetzt fertig malen kann, da ich mir nirgends aufgeschrieben habe, mit was ich das gemalt habe, weil ich ja auch nicht damit gerechnet habe, dass ich das, ja, erst mit 10, 12 Monaten Versatz fertigstelle. Und ich habe eine Farbe gefunden, die dem eigentlich recht ähnlich sieht und das eigentlich sein müsste. Aber irgendwie beim Malen sieht es nicht aus wie die richtige Farbe. Da fehlt noch ein dunklerer Ton. Ich habe da auch noch mehrere Stifte mit ausprobiert und versucht, irgendwie diese Wirkung, die ich davor erzielt habe, wieder hinzukriegen. Habe es einfach nicht geschafft. Ich habe auch mein altes Skizzenbuch mit der Originalvorlage geschaut, wo ich mir Notizen gemacht hatte, welche Farben ich da benutzt hatte. Aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Ich denke, mit ein Grund ist natürlich auch, dass sich meine Zeichentechnik, Maltechnik in den letzten Monaten verändert hat. Ja, es war jetzt aber nicht so irgendwie so befriedigend dadurch, dass die Farben einfach nicht gepasst haben. Und warum ist das Bild noch nicht fertig? Ich gehe davon aus, oder ich bin mir recht sicher, es liegt daran, dass das ungefähr die dritte Variante, müsste eigentlich mindestens die dritte Variante sein von dem Bild, die ich gemalt habe, also von dem gleichen Motiv, nur in anderen Farben und in einer anderen Größe. Und ich hatte nach so vielen Varianten davon einfach keine Lust mehr, es fertig zu malen. Wollte dann mal wieder an andere Dinge gehen. Es ist inzwischen Nacht an diesem meinem Mach deinen Scheißetag, wie ihr vielleicht seht. Ich habe, nachdem ich die kleinen Leinwände bemalt hatte,
war ich so dermaßen fertig. Also, diese 3 Stunden oder 2,5 Stunden so konzentriert, diese Leinwände zu bemalen, auch wenn es nur kleine waren, das war so anstrengend. Ich war dann schon fix und fertig, wie ich das hier gemalt habe. Ich habe dann auch beschlossen, ich dachte ja erst, aufräumen würde das nächste auf meiner Liste. Allerdings ist aufräumen was, das mache ich eh immer zwischendurch. Und ich fand dieses angefangene Projekte beenden oder angefangene Bilder beenden, dass ich mir dafür mal einen Tag Zeit nehme, das war genau das, was ich gebraucht habe, weil ich ja immer neue Ideen habe und noch irgendwas Neues ausprobieren will, und dann habe ich keine Zeit, mich mit was Altem zu beschäftigen. Das war eigentlich genau das Richtige, jetzt diese 2 Sachen abzuschließen. Ich hätte zwar wirklich gern mehr gemacht. Wie gesagt, ich habe beschlossen, aufräumen ist jetzt nicht das Hauptthema. Eigentlich wäre auch das hier hinten wirklich das, was aufgeräumt werden müsste. Ich habe nämlich hier oben einen neuen Schrank drauf. Ich habe hier auch hier drüben ein neues Regal, ein neues Billy. Aber allerdings, um das aufzuräumen, da fehlt das Innenleben von dem Schrank. Deswegen kann das leider heute nicht umgesetzt werden. Was ich aber jetzt noch machen werde, denn ich habe in meinem Malbuch, ich habe nicht viele Malbücher, ich habe nur 2, 3, und das ist auch mein Lieblingsmalbuch im Moment. Und da werde ich jetzt noch eine Seite, die ich vor vielen, vielen Monaten angefangen habe, mal fertig machen. Auch wenn ich heute nicht so viel zustande gebracht habe, werde ich mir definitiv öfter mal Zeit nehmen, angefangene Sachen zu beenden. Also so einen Tag oder einen Nachmittag oder einen Abend, wo ich mir den Kopf frei halte, nicht an neue Ideen denke, sondern mal Altes beende. Denn ich habe auch gemerkt, das Bild habe ich ja vor ungefähr einem Jahr angefangen. Und dadurch, dass ich nicht mehr genau wusste, mit welchen Stiften ich gemalt habe, finde ich, sieht man extrem den Unterschied zu dem, was ich vor einem halben Jahr gemalt hat und zu dem, was ich jetzt gemalt habe. Aber es läuft jetzt trotzdem unter, es fertig wird abgeheftet. Aber andersrum gedacht ist nämlich, der meinen kleinen Leinwänden hat es gut getan, dass ich so lange nicht dran gearbeitet habe. Denn vor einem halben Jahr hätte ich garantiert nicht das, sag ich mal, das Know-how gehabt oder die Art der Herangehensweise, das Wissen, wie ich das machen möchte. Und das ist definitiv so viel besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Es hat definitiv Spaß gemacht und es hat sich so gelohnt, heute das zu machen, allein nur deswegen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas kann, und das sind die Momente, die ich finde, die einem wieder so einen Motivationsschub geben und wieder so viel Lust auf Malen machen. Und deswegen, wie gesagt, ich mache jetzt mit meinem Malbuch weiter. Ausklang des anstrengenden Tages. In letzter Zeit lasse ich meine Abende öfter so ausklingen, dass ich mir eine Duftkerze anmache, mein Malbuch raushole. Ich hätte bis vor wenigen Monaten gar nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, in Malbüchern zu malen. Aber gerade abends nach einem langen Arbeitstag, wo im Kopf nicht mehr viel los ist, finde ich es doch wesentlich entspannter, einfach etwas auszumalen und mich mit meinen Farben und meinem Material auszutoben, anstatt einer Zeichnung oder einer Skizze zu feilen und versuchen, die auszuarbeiten. Mein Fazit zu diesem Tag heute ist, habe ich ja eigentlich vorhin schon erwähnt, ich möchte das definitiv öfter machen, so einen Tag, an dem ich angefangene Projekte mir raussuche und zu Ende bringe. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, sich da mal frei zu machen von neuen Ideen und sich voll und ganz auf diese alten Sachen zu konzentrieren, zumindest wenn ihr so seid wie ich. Und ich habe jetzt definitiv wieder mehr Platz in meinem Kopf für neue Sachen, da ich was Altes endlich abgeschlossen habe und das nicht mehr bei mir rumspukt. Und mehr Platz habe ich jetzt auch, weil fertige Sachen räume ich doch etwas anders auf als unfertige Sachen. Komme aber mal endlich zum Ende dieses Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen beim nächsten Video. Ich habe euch ja abstimmen lassen in meinem Community-Reiter, welche Art Supplies von Art X ich euch vorstellen soll. Und da haben die Buntstifte zusammengenommen mit der Umfrage auf Instagram doch mit einem guten Vorsprung gewonnen. Und darum geht auch das Video dann in 2 Wochen. Bis dahin eine kreative Zeit und bleibt gesund. Tschüss.